Philipp und Silly Nummer 3. Es war einmal die Zeit, wo die Leute sich mächtig verpflichten, was ein Arbeit fertig bringen und bis sie was verdienen, verkennen die Familie sustentieren. In meiner Zeit hatten die Leute mehr als 2 Kinder. Viele Familien hatten mehr wie 5 Kinder und nicht wenig hatten mehr als 10 Kinder. Was die Familie dann voranbringen musste, der Mann und die Frau sich über bemühen, für Lebensmittel beibringen, was dann die Kinder keinen Hunger mitleiden. Da sind sie dann vor der Hof gestiegen, die Kiemel gegangen, die Schwein gefiedert, die Hinkle Milie gehabt und die Geier losgelos beim Kampf rumspringen und ordentlich Muskulatur anschaffen, für gut kennen die Charrettbusche. In deiner Zeit, eine gut und kräftige Gaulhorn war eine große Kunst, weil wenn es geherrscht hat zum Krankenhaus reiten oder zu einem groß und weit Rest, dann musste die Leute eine starke Gaul daheim haben. Der Gaul war auch important für ein Geldgarantie daheim haben. In deiner Zeit hat es noch keinen Sparkasse gegeben auf der Bank. Und so musste die Leute seine eigene Sparung machen. Wenn es dann spitz wird, dann hat es wesentlich eine Gaufe zur Garantie gegeben. Ich denke noch gut an den Franz, wo mit seinem Bottega Bangarott gemacht hat. Er war ohne, hat Schulden verkaputt, weil der Schnaps, wo er hätte verkauft haben, hat er all getrunken. So war er dem Fornecedor alles schuldig und hat kein Mercadorie mehr für sein Geschäft. Aber der Schnapsbrenner ist mächtig zufrieden gegeben, wie er eine Gaul in Garantie gerät hat. 3 Monate sind vergangen und Franz hat rastliches Geld verdient gehabt, für dem Schnapsbrenner seine Schulden bezahlen. Und er war zufrieden, dass er nochmal die Gaul zurückgerät hat. Aber früher ist es dann passiert, dass die Leute sich nicht so jeden Tag oder jede Woche geliebt haben. Wie der es wisst, das Leben wird nur eine Arbeit. Und so ist es nicht so oft passiert, dass es Pär sich geliebt hat. Philipp und Silly waren schon Jahre und Tage verheiratet. Sie hatten schon seine Kinder gezogen. 8 in dem Ganzen. Und so langsam hat die Familie sich voll englischer getreibt. Silly war ein bisschen mehr moderner Frau. Der Philipp, grinsig wie immer, hat nicht mit guten Augen den Progress des Welt beobachtet. Aber Liebe unter den 2 alten Leuten war etwas Rares. Sie waren schon über die Zeit in dem Philipp seinen Gedanken und in der Silly sein Plan, aber kennt es ganz anisch das hin. Einen Tag sind sich Besuch gibt von einem Tochter von der Familie. Margret hat sie geheißt. Hat schon 2 Engelchen dem alten Paar gibt. Mutter und Tochter sitzen beisammen in der Küche. In der Zeit, wo der Alte leider vom Sofa und schnarchst. Das Gespräch hat angefangen zu laufen über Fächle unter den 2 Fräulein. In einem Schuss hat die Zilli seine Tochter gefragt. Ja, na, Margret. Was machst du denn für deinen Mann zum Liebeslockere? Es ist nicht schlimm, antwortet Margret. Ich kleide mich aus, gehe zum Badezimmer, tun mich gut baden, dann komm ich nackig zum Zimmer bei meinem Mann. Dann fragt er, na Liebling, mit was hast du dich bekleidet? Dann antworte ich, Schatz, ich bin bekleidet mit einem Liebenszeich. Dann kommt er bei mich, fängt an mich zu küssen und dann läuft er lieber weiter. Interessant, sah die Zilli. Dann muss ich das auch mal machen mit deinem Vater. So ist es passiert. An einem anderen Tag hat die Zilli vor Nacht extra kapriziert am Boden und demnach ist sie gemütlich zu dem Zimmer gegangen, wo der Philipp schon am Lehen war. Sie war ganz nackig. Wie der Philipp sie gesehen hat, da hat er gefroht. Na, Zilli, wie stellst du dich heute so spaßig an? Ich bin mit dem Lieblingszeich begleit, meine Liebe, antwortet sie. Putsche, Zilli, grummelt er. Hast du denn nicht kennen, der erst das Kleid gepieselt hat, ebst du dich mit dem Schrumpelzeich vor mich hinstellst? Ha 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 ha